nach der Zeit des Begreifens können wir vielleicht das Thema nun schließen. Es ist vollkommen klar, dass es nur ein primordiales Imperativ, auf das alles eng geführt wird, existiert, und das ist das, was sich selber schützt. Man könnte es Repro-Rekombinationsstruktur des Rhizoms, der Organismizität, des eucharontischen Leibs nennen, sprich die Erhaltung der Körper und deren Reduplikationsfortsetzung. Wir haben erklärt, wie, wann, warum und wodurch und auf welche Weise nur beim Schizospaltsprechwesen das Bewusstsein ins Spiel gekommen ist. Das Bewusstsein, wie wir ausgeführt haben, das nicht der Selbsterkenntnis, der Erkenntnis des Bewusstseins an sich selber oder des Seins in seinen Paradoxien gilt, sondern nur der Beschleunigung, der Gegenkompensation dieser hilflosen, nackten Wasseraffenwesen, die für ihr Überleben eine ternäre Aufspreizung ihres abgekoppelten Begehrens, die eine ternäre dreidimensionale Aufspreizung ihrer Weltvorstellung zur Strategieplanung, zur Zeitplanung, zur Raumplanung benötigten. Und wann dies im aphanesischen Mythem und aus welchen Gründen geschehen ist. Aber dieses Bewusstsein war ein wenig zu viel an Gutem. Das Bewusstsein richtet sich auf im Moment des Sichtbarwerdens für das Kleinkind im Brutum Pseudos, dass es dieses abgespaltene, abgekoppelte Begehren gibt, nämlich an dem Moment, an dem die innere organismische Leiblichkeit sichtbar wird im den Ein- und Ausstülpungsakten in diesen Funktionsorganellen, die nicht nur der Zeugung, der Geburt, der Entstehung und Absicherung von Leibern, sondern in noch zwei weiteren Registern, denen der Artemis und denen der Hekate, auch deren Gabenanlieferungen und deren masochistische Macht, Intrigen, Notwendigkeiten eingesetzt werden, notwendigerweise. Aber das ist nicht, worauf wir jetzt hinaus wollen. Wir wollen darauf hinaus, dass das Produktergebnis das absolutäre Primat hat, geschützt zu werden. Und deshalb schützt sich diese Repro-Rekombinationsmaschinerie in seinen Produktergebnissen. Und da, wie wir gerade gesagt haben, er starb an der größten aller Ängste, nämlich an der Angst zu sterben, dieses Bewusstsein immer die Todesvorstellung mit hereinbringt, das unerträglich Undenkbarste gleichzeitig mit der Ja-Daseinsvorstellung, der Existenzialisierung, der Selbstvergegenwärtigung, dass es ja ein bewusstes Bewusstsein ist, dass ich ja wirklich da bin. Würden die Sicherungen allzu schnell durchbrennen, wenn das nicht sofort wieder einem Verunwirklichungs-, einem Vergessens-, einem Glättungsmodus unterworfen werden würde, indem der Körper da plötzlich sich aufspaltet in zwei Kompartimente, in einen außenliegenden Form, Substanz, Leib, der zu den Objekten gezählt wird, und einen über den Wassern schwebenden, sich verunwirklicht, verklärt habenden Geist,
ein selbstreflexives Selbstbewusstsein, das über allem schwebt und glaubt, nichts könne ihm geschehen. Sprich jenem Vorgang, von dem wir gerade gesprochen haben, als die beiden Möglichkeiten der zwangsneurotischen Abwehr oder der hysterischen Abwehr mit einerseits Behaltung des Inhalts des Tödlichens, aber Abspaltung des Affekts auf der zwanghaften Seite und umgekehrt auf der Seite der Feuervögel mit Erhaltung des Affekts und der Aktionen unter Abspaltung der Todesvorstellung, des Inhalts der Todesvorstellung, sodass also diese notwendige Selbstabspaltung von sich selbst erst jenen Reflexivabstand ergibt, der einerseits die lebenslange Verlustwiederholung und Trauer eines ursprünglich verlorenen Paradieses ergibt und andererseits die Möglichkeit, in einer Tagtraumwelt zu überleben, in dem nur manchmal kurzzeitig wieder aufklafft, die Existenzialisierung, zum Beispiel dann, wenn es um die Reproduktionsvorgänge geht, weil diese mit den höchsten Belohnungsleistungen quittiert werden, sodass hier ein kurzer Durchbruch einer kurzen psychotischen Regression in die Eleusischen Mysterien ermöglicht werden kann. Aber sonst wird das alles schön gut ganz geglättet in den heraklitischen dreidimensionalen Film überführt, in jene Struktur, die den drei abgekoppelten Begehrensebenen entspricht. Es wird alles durch die Schönheitsvorstellungen, durch die unverletzlichen Bewusstseins-, Selbstbewusstseinsgrößenwahn tingiert, nein, nicht tingiert, nicht getilgt, sondern übertüncht. Es wird das tatsächliche Aufklaffen des Existierensmoments, ich bin ja da, und wenn ich leibzeitlich da bin, dann ist mein Leib verdammt wieder weg zu sein und dann stirbt er an der Angst zu sterben. Dieses Existieren wird verklärt, verwundert und in ein Existieren, wie Lacan das nennt, in ein nur noch es aushalten, es durchhalten, in ein durch die Sorgen, Besorgungen, Mühen und Aktionen kläglich verträumtes Leben. Was heißt kläglich verträumtes Leben? Erfolgreich hinsichtlich der Erhaltung der Spezies, der Art, der eigenen Körper und vor allem der Produktergebnisse. Also der entscheidende Punkt ist, dass einerseits durch die Beschleunigung des Bewusstseins dieses oberste Ziel der Reproduktivitätsrekombinatorik, die immer nur auf ein einziges hinaus will, nämlich das exotischste, optimal dominanteste, sobald es um den Austausch der imaginären realen Körper geht und nur als Nebenabzweig dann auch das symbolisch Reale eine Rolle zu spielen vermag hinsichtlich der Dissipation, hinsichtlich der Versorgungsleistungen, die nach den Zeugungen in den Machtkonstellationen spielen, der Herdenhorden eine Rolle spielt. Also dass dieses primäre Rekombinationsziel sich absolutär schützt und sich beschleunigen kann durch diesen Bewusstseinsunfall mit sensationellen Möglichkeiten, aber gleichzeitig dieses Bewusstseinsphänomen wieder entschärfen, abschärfen muss durch Vergessensmechanismen, durch gut ganz schön geglättete Illusionsmechanismen, durch Erzeugung einer Dreidimensionalität, durch Phantasmen der Vorstellung, zum Beispiel eines universellen Bewusstseins, das sich erhielte, worüber wir die letzten Tage schon gesprochen haben, wie unsinnig das ist, indem hier verwechselt wird, dass
das Produktionsziel dieses Bewusstsein gewesen sein solle und nur ein Epiphänomen darstellt hinsichtlich der Beschleunigung, denn das Einzige, das hier die Kette fortsetzt, ist ein kopflos, stochastisches, zufälliges Scrabbeln der Diversifikierungen mit möglichst großer Divergenz, was in den Wahlverwandtschaftsaffinitätsmöglichkeiten möglich gewesen wäre. Wir machen mal Pause, das ist jetzt alles ein wenig zu komplex wieder geworden. Es lässt sich alles noch viel einfacher sagen.